ausschalten. Schalten wir ihn mal aus. Und verfolgen ihn mal hier mit dem schönen Motorrad. So. Den dürfen wir nicht entkommen lassen. Das ist jetzt hier oberste Priorität. Oh shit. Ich glaube, ich habe ihn schon entkommen lassen. Nein, doch nicht. Da vorne ist er. Ausschalten. Den schalten wir aus. Nach Strich und Faden. Frag mich nach Sonnenschein. Ach, du blödes Auto. Geht weg. Lass mich auf mein Motorrad aufsetzen und mich wieder hinterherfahren. Er darf nicht entkommen, dieser Dickerchen da, diese Big Bug. Jetzt gleich wird wieder, ja genau, Zielperson entkommt, angezeigt. So, wir müssen ihn aber irgendwie jetzt kriegen hier. Ah, verdammt. Tja, mein Freund. Shit. Okay. Dem haben wir erstmal einen Kopfschuss hier verpasst. Jetzt rennen wir erstmal weg von der Karre, weil die gleich hochgeht. Okay. Nächster Halt. In 1200 Metern oder 400 Metern. 1400 Metern. Aussteigen. Können wir nicht reden? Aussteigen. Bitte. Nein, das habe ich nicht verdient. Ich bin ein guter Mensch. Steig bitte aus. Das müssen Sie nicht tun. Sie können einfach gehen. Steig aus. Ich brauche deine Karre. Jetzt verpiss dich. Boah, wird das jemand mit mir machen? Ich will ausrasten, ne? Ehrlich gesagt, aber die Musik muss ich erstmal wieder ausstellen. 7493 Dollar, wenn ich das richtig gesehen habe. 93 oder 63 Dollar. Irgendwie so um den Dreh. Jetzt ist die Frage, ist das eine neue Mission, die wir jetzt hier starten? Oder gehört die Mission noch dazu? Ich habe keinen beendet gesehen, glaube ich. Ich glaube, das gehört noch dazu. Wir werden jetzt einfach nochmal dahin fahren. So, einmal noch über die Brücke, warte mal, ich guck mal eben auch ganz kurz auf die Karte, gehört noch dazu, ne, Ziel. Ja, erreichen Sie B-Bugs, Bad-Bugs, Standort oder Ziel oder wie? Wir müssen ihn wahrscheinlich jetzt erpressen und danach haben wir es geschafft. Danach ist die Mission beendet und dann werden wir zurückfahren noch zu unserem Versteck. Und dann einmal speichern und die Aufnahmesession für heute erstmal sein lassen. Und nochmal ein Unfall, der muss ja sein, willkommen. Hier nochmal. Zack, einmal in die rote Karre rein. Fällt ja nicht auf. Beide Karren haben roten Lack. Einmal hier über den Bordstein fliegen. Ohne jemanden zu verletzen. Selbstverständlich. Und dann. Bibak ist in der Nähe. Bleiben Sie ungesehen. Nun hat Bedbug den Ruf, den er immer schon haben wollte. Bedbug, meinte ich doch. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe, aber ich kann auch sehr gut nehmen. Okay, da vorne läuft er. Dann beschatten wir ihn mal. Ich hoffe, wir müssen ihn gleich nicht mehr beschatten. Hey Mann, wir treffen uns hin, dann erzähle ich's Ihnen. Der hat sie ja nicht alle. Ja, hören Sie, Mister, wir haben sie nicht alle. Wo sind die Wichser? Ja, ich sehe dich. Diese Irren glauben, die Stadt gehört ihnen. Wie wär's denn? Warum hast du aufgelegt? Was soll das? Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich habe einen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Bedbug. Ich melde mich.
Was soll das? Komm schon, Mann! Hm. Und du? Jemand ist hinter mir her. Pass auf, alle sind tot. Du musst mich hier rausbringen. Du hast sie nicht alle, Mann. Hör dich mal an. Wir sind Gespenster. Nein, 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 wartet, wartet. Scheiße. Tja. Hacken Sie das Terminal, um Bedbugs belastet Material zu uns zu zeigen. Ja, sind drin. Und Irex-Anteil? Nein, nein, lass das! Mach dir keine Sorgen um den. Sollte ich um mich? Nein, und anscheinend vertraut der Körper mir. Was willst du? Dass du für mich Augen und Ohren bist. Ein Rossi Fremont. Nein, niemals, Mann. Irak bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Da haben wir Tyrone oder Bad Buck am Haken, liebe Freunde. Nein, und anscheinend vertraut der Körper. Ungeladen. Akt 2. Mission beendet. Mal, hier kommt keiner durch. Ich bin unterwegs. Sag mal, ist das nicht der Typ aus den Nachrichten? Skillpunkt erhalten. Können wir wieder was skillen? Ja, wir können wieder was Gutes skillen, glaube ich. 4 Punkte haben wir. Dann skillen wir Zusatzakku. Ja, könnten wir theoretisch skillen. Ja, komm, hier, ich will mehr Geld haben. Ein Skillpunkt noch, ne? Das ist jetzt natürlich doof. Können wir auch nirgendwo hineinsetzen. Schade. Akt 2, 9 von 15 Aufgaben abgeschlossen. Und ich werde jetzt erstmal hier den Profiler aktivieren. Hey Mann, hilfst du mir aus? Deine Spende? Ja Mann? Warum rufst du mich denn immer an, Mann? Wegen dir gehe ich noch drauf. Sag mir, wie man an ein Rack rankommt. Du kommst nicht nah an ihn ran, Mann. Vergiss es einfach, er geht nie raus. Willst du das nochmal überdenken? Warte. Die Auktion. Er wird bei Quinns Auktion sein. Was für eine Auktion? Privat. Nicht so eine normale Auktion, nur für geladene Gäste. Dann besorg mir eine Einladung. Für wen hältst du mich? Okay. Ich melde mich. Sei bereit. Oh, hier, da läuft schon ein potenzielles Opfer vorbei. $700, wow. Oh, wer ruft mir jetzt schon wieder an? Wie ist das gelaufen? Hast du einen Weg in Iraks Gebäude gefunden? Ja, Bedbug ist an Bord und wartet auf meinen Anruf. Sprechen wir über die Zugangskarte, die Irak trägt. Sie ist der einzige Weg in den Raum. Ist eine RFID-Karte. Wir können sie klonen, aber du musst sehr nah ran. Bedbug sagt, Irak fährt zu einer Auktion. Das ist die Chance. Die Auktion, ja. Erinnerst du dich an Iraks Aktenkoffer? Schwer zu vergessen. Damit hat er ihm den Kopf zertrümmert. Genau. Er sagte, da drin sei die Gästeliste. Du darfst mir jetzt danken, weil ich den Koffer verfolgt habe. Lass mich nachsehen. Du hast gut mitgedacht. Wenn wir den Koffer bekommen, findest du mir einen Namen auf der Liste? Einen, den ich borgen kann? Genau, was ich dachte. Ich schick dir den Standort des Koffers. Okay, den Standort des Koffers werden wir jetzt kriegen. Sehenswürdigkeit in der Nähe, genau das wollten wir doch machen hier. Den hacken wir aber nochmal. $800, Alter, das hat sich echt gelohnt, dass wir diesen Skillpunkt da rein investiert haben. Secret 6. Nimm. Blumenzentrale. Ich habe so einen verfluchten Hacker im System. Er ist gut. Schick jemanden raus, um ihn zu erledigen. Bitte wiederholen. Wie ist die Blumenzentrale? Wie ist ihr Status? Das kann nicht sein. Tja. Du bist mir genau in die Arme gelaufen. So, jetzt aber mal hier die Sehenswürdigkeit. Hohle Gegenstände. Pentium 5.4 Prozessor. Hat sich hier angemeldet. Mit einer AK-47 in der Hand. Geschenke abholen. Pistolenkugeln hat er. Ui. Geschenke, aber sie haben bereits die maximale Anzahl von Pistolenkugeln. Oh. Okay, dann habe ich da auch die maximale Anzahl wahrscheinlich. Genau. Da haben wir Geld. Das holen wir uns ab. Ja, sehr schön. Secret 6, das holen wir uns ab. Okay.
Haben wir wieder ein bisschen Geld abgeholt, dann gehen wir jetzt... Oh. Da, Kontowert, $3.500. Ein mögliches Verbrechen. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt noch. Potenzielles Verbrechen, das werden wir jetzt noch eben machen. Und dann werden wir noch zu einer Bank gehen und dann speichern gehen und die Mission hier beenden, beziehungsweise die Aufnahme hier beenden. Ich bin gar nicht da und alle, die hier sind, sind gleich weg. Sorry, Mann. So. Verbrechenswahrscheinlichkeit. Geht's dir gut, Kumpel? Ich bin nicht hier. Das ist nicht lustig. Hey, Mann, hältst du das für lustig? In die Deckung hier. Raus aus meinem Kopf! Komm mir bloß nicht quer, du Spinner. Du frisst meine... Hauen Sie ab, bevor die Cops aufkreuzen. Oder der Rächer. Sie können nicht hierbleiben, die Polizei sucht Sie. Ruf verbessert. Verbrechungserkennungsevent. Verbrecher neutralisiert, Opfer unverletzt. Wow, das ist echt gut geworden. Unser Ruf, der ist echt, ja, hoch, sag ich mal. Ach so, hier müsste auch irgendwo... Ja, dann sei doch sauer. Ha. Musik direkt weg. Scheiß Game, ey. Beziehungsweise scheiß Filter auf YouTube. Aber gut, was will man machen? Gehen wir mal hier rüber zum Geldautomaten. Holen uns doch mal schön das ganze Geld ab, was wir... Also müssen jetzt so um die $5.000 haben. Pff, $13.000 sogar. So, wir gucken dann einmal auf der Karte. Markieren uns hier unser Versteck. Und da fahren wir nämlich jetzt auch hin. $880. Juhu! Und weg. Bevor sie es gemerkt hat, dass wir überhaupt ihr Konto gehackt haben, sind wir schon weg. So. Online-Rennen. Nee, wollen wir nicht. Toll, ich hack das Ding, weißt du? Aber im Endeffekt hat es nichts gebracht, weil ja, wir dran vorbeigefahren sind, beziehungsweise reingefahren sind, auch mehr oder weniger. So. Noch einmal hier um die Kurve. War hier noch irgendwo ein ATM? Nein. Schade, hier ist auch kein ATM in der Nähe. Warte mal, weißt du was? Hier, ey, Feuerwehr. Liebe Feuerwehr, kommen Sie mal her. Neues Fahrzeug verfügbar. Feuerwehr. Aber die machen absolut keinen Platz für einen, ne? Ist nicht wie in GTA. Aber es macht Spaß, die Feuerwehr zu fahren. Vor allem in der Nacht. Und die Frage ist, halten die auch an? So, wir fahren da mal. Ah, da ist wieder ein Verbrechen, weißt du was? Das erkannte Verbrechen, das werden wir jetzt mal machen. Das war doch hier direkt in der Nähe. $5.000! $5.000 habe ich gerade von der alten hier abgezogen. Bevor sie überhaupt was merkt.
Sehr geil. Aber das Verbrechen, das ist jetzt wieder weg. Leider. Gut. Macht nichts, macht nichts. Dann gehen wir jetzt das letzte Mal zum Automaten und fahren dann, wie gesagt, einmal zurück zu unserem Versteck, speichern dort. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder. $6.180 haben wir jetzt gerade abgeholt. Und wir fahren auch mit unserem schönen Feuerwehrwagen dahin. Ja, der richtig scheiße startet. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich, wenn ich die Sirene anmache, dann anhalten. Da rennt einer weg. Beide Beine habe ich ihm jetzt angeschossen. Wenn er jetzt noch einmal auf mich schießt, schieße ich ihm aber den Kopf immer. Da kannst du für. Verbrecher neutralisiert. $225, $15. Und wieder ein wenig Geld bekommen dafür. Gut, blöd ist natürlich, dass wir ihn jetzt nicht ohne Gewalt gestoppt haben. Aber er hat uns ja schließlich auch angeschossen. Die Ablenkung endet, wenn ich es sage. Die Abmachung endet, wenn ich es sage. Stellen Sie die Toucher an die übliche Stelle. Wir holen sie ab. Oh, weißt du was? Das holen wir uns auch nochmal ab. Und dann machen wir aber Ende. Achtung, Feuerwehr unterwegs. Platz machen bitte. Ich weiß jetzt nicht wirklich, was woher das kam, aber interessant. Ah, gucke, da ist die Tasche. Öffnen. Wow. 249, 239 und $170. Das war jetzt nicht viel, aber immerhin etwas, ne? Was für ein Idiot. Hey! Hobbyfotograf. Ein dickes Bankkonto, wa? $780. Hier, oh, das ist so Dollar. Neue Sehenswürdigkeit. Wir haben wieder $28.000. Das ist schon gut. Hier, auch Bargeld. Okay. Ja. War einfach, kann nicht so schwer sein. Was hat der denn vor? Da, der hatte noch ein volles Bankkonto. Dann holen wir jetzt mal uns das Geld vom Bankkonto ab, würde ich sagen. Pinkeln ist verboten. Entschuldigung. Ich weiß, das müsste nicht sein, aber ich habe es gerade gemacht, weil ich Spaß dran hatte. So. Hier vorne an der rechten Ecke ist noch ein ATM, da gehe ich jetzt vorbei. Hol mir die Kohle und fahre dann endlich mal zu dem 580 Meter weiter entfernten Punkt. Und speichere dann dort. Da ist das ATM. Geldautomat. Ach, wäre das so einfach, ne? Würde man immer so viel Geld abholen können. $1.500 haben wir jetzt gemacht. Das ist der Rächer, das ist richtig. Und der rächt sich gerade, indem er sich hier das Auto klaut. So. Musik aus. Und den letzten Rest jetzt fahren bis zum Versteck. Die Ampelanlagen der Stadt sorgen mit ihren Fehlfunktionen weiterhin für Unfälle. Viele der betroffenen Autofahrer erwägen derzeit eine Sammelklage gegen die Stadt. Nein, das waren wir nicht. Nein, ganz und gar nicht. Das waren wir nicht. Wir hätten doch niemals Ampeln ausgeschaltet, um Unfälle zu provozieren. Also nein, das geht ja gar nicht. Das hätten wir niemals getan. Huch.
Okay. Da sind wir auch schon in unserem Versteck, in unserer Bunkeranlage. Was ist das? Bunkerzugang. Den haben wir schon mal. Zweck ist unbekannt. Ja, den haben wir ja schon gehackt. Also warum sollten wir diesen Bunkerzugang nochmal hacken, ne? So. La 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 la. Fahren wir mal rüber zu unserem neuen Haus. Zu unserem neuen Haus. La la la, der Klaus, der weiß doch alles besser. Was? Nein. Gut, wo haben wir's? Ah, guck mal, da können wir wieder neue Schwachstellen, Videologs und so weiter. Ah, das machen wir ein andermal. Das machen wir beim nächsten Mal. Da sind wieder nämlich neue Logs dazugekommen. Wir schlafen jetzt. Damit speichern wir nämlich auch gleichzeitig. Und ich wette mit euch, wir werden wahrscheinlich bei der nächsten Aufnahmesession wieder draußen anfangen. So wie bei dieser und nicht hier drin. Aber das macht ja nichts. Weil ich habe da keine Sekunde von gespielt. So, gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es dann heißt Let's Play Watch Dogs. Dankeschön fürs Zugucken. Bis dahin. Ciao.